Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ihr schließt jetzt bitte alle einmal die Augen und denkt an folgenden Begriff. Unbekanntes Flugobjekt, umgangssprachlich auch UFO genannt. Was seht ihr? Eine am Himmel fliegende Scheibe technischen Ursprungs? Schwebend in der Luft, um eigentlich was genau zu tun? Uns zu beobachten? Uns auszuspionieren? Uns zu entführen und zu erforschen? Und was ist in diesem unbekannten Flugobjekt? Den meisten Beschreibungen nach kleine Wesen mit grauer Haut, keinen Haaren, kleinen Mündern und Nasen, aber dafür riesigen Augen, aber trotzdem humanoid, die sogenannten Grauen. Und wo kommt dieses Objekt eigentlich her? Aus dem Weltraum? Das heißt von einem anderen Planeten oder aus einer anderen Welt? Dies denken wohl die meisten, dass die UFOs aus dem Weltraum zu uns kommen. Doch was wäre, wenn das überhaupt nicht stimmt und die Antwort auf UFO-Phänomene viel näher liegt, als wir denken? Ich will euch jetzt eine zumindest recht einleuchtende Theorie zu UFO-Phänomenen zeigen, da Ufologie ebenfalls zur Parapsychologie gehört. Michael Masters, ein Professor für biologische Anthropologie an der Technischen Universität Montana, hat erst vor wenigen Jahren eine Theorie aufgestellt, welche besagt, dass jene Grauen keine außerirdischen Wesen seien, sondern Menschen. Menschen von diesem Planeten. Menschen aus der Zukunft. Um diese Theorie zu untermauern, nutzte und nutzt er die Evolution, genauer gesagt Berechnung und Prognosen zukünftiger evolutionärer Vorgänge. Und diese Berechnungen scheinen ihm insoweit recht zu geben. Denn schaut man sich den zu erwartenden Weg menschlicher Evolution in der Zukunft an, so wird zum Beispiel prognostiziert, dass die Menschen größere Köpfe haben werden, um mehr Platz für das Gehirn zu haben. Die Menschen werden laut diesen Prognosen auch ihre Haare verlieren, da sie bei fortschreitender Technik nicht mehr notwendig sind. Außerdem sollen die Menschen kleinere Münder haben, da sie durch die Digitalisierung der Lebensbereiche immer weniger sprechen. Auch die Augen der Menschen sollen laut Prognosen größer werden, da man immer mehr und immer häufiger in Bildschirme und was auch immer es dann gibt, starrt. Und nimmt man diese ganzen prognostizierten Merkmale, dann kommt man schließlich auf ein Lebewesen, welches den Grauen ziemlich ähnlich sieht. Und genau so, nur wesentlich tiefer gehender, argumentiert auch Michael Masters. Und eben jener Masters meint auch, dass die Theorie der Zeitreise rationaler erklärbar ist, als die Theorie außerirdischer Wesen, die Lichtjahre zurücklegen, nur um hier einmal vorbeizuschauen. Er selbst sagt dazu: Wenn wir uns weiterhin so entwickeln, wie in den 6 bis 7 Millionen Jahren, seit wir angefangen haben, aufrecht zu gehen, und unser Neurokranium, der obere Teil unseres Schädels und unseres Gehirns, immer größer und runder geworden ist. Wenn sich der gleiche dominante Trend in der Zukunft fortsetzt, werden wir wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen wie das, was üblicherweise in UFO-Berichten beschrieben wird. Das Buch verbindet die bekannten Aspekte unserer Evolutionsgeschichte mit dem, was immer noch ein unbewiesener, unbestätigter Aspekt von UFOs und Außerirdischen ist. Wir wissen, dass wir hier sind. Wir wissen, dass Menschen existieren. Wir wissen, dass wir eine lange Evolutionsgeschichte auf diesem Planeten hinter uns haben. Und wir wissen, dass unsere Technologie in der Zukunft noch weiter fortgeschritten sein wird. Ich denke, die einfachste Erklärung ist von Natur aus, dass wir es sind. Da er es im Zitat schon erwähnt, er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt, ist allerdings auf Englisch. Da es sich um eine reine Theorie handelt, will ich gar nicht tiefer darauf eingehen, weil sie auch nicht allzu viel tiefer geht. Trotzdem wirft diese Theorie einige Fragen auf, von welchen ich jetzt mal eine in die Runde stellen will.
Wenn diese UFOs und Aliens eigentlich Zeitreisende sind und aus was auch immer für Gründen hier in der Gegenwart bzw. deren Vergangenheit reisen, sollte man davon ausgehen, dass sie auch die Geschichte der Vergangenheit bzw. unserer Gegenwart kennen. Da die Ereignisse unserer Zeit in deren Zukunft ja schon passiert sind, dürften sie sich in unserer Zeit ja eigentlich nicht zeigen, weil sie ja erst später existieren. Wenn sie hier also gesichtet werden und sie ganz und gar Leute entführen, dann verändern sie ja so gesehen die Vergangenheit, was ja eigentlich Auswirkungen auf die Zukunft haben müsste, da wir sie ja eigentlich nicht kennen, sie aber durch ihr Dasein in unserer Zeit auf sich aufmerksam machen. Also verändern sie damit die Geschichte. Und wenn sie die Geschichte verändern, verändert sich dann nicht auch die Zukunft? Und falls ja, dann müsste unsere Zukunft am Ende doch anders aussehen als deren Zukunft, da sie ja schließlich etwas in der Vergangenheit verändert haben. Und wenn sie dann in ihre Zukunft zurückreisen, ist dann dort alles wie vorher, trotz Veränderung in der Vergangenheit, oder hat sich dort auch alles plötzlich verändert? Oder liefe es dann auf parallele Zeitlinien hinaus, quasi das liebste Kind aller Autoren, die mit der Zeitreisenthematik in der Sackgasse gelandet sind und sich so retten? Oder greift dann die Chaostheorie, quasi dass das Schicksal oder das Universum oder Gott dann versucht, das Veränderte wieder auszugleichen bzw. wieder gut zu machen? Dafür mal ein praktisches Beispiel. Die Grauen aus der Zukunft reisen in das Jahr, sagen wir, 1800. Dort töten sie, von mir aus Versehen, Napoleon. Somit finden die napoleonischen Kriege niemals statt, welche die europäische Landkarte mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation nachhaltig sehr stark veränderte. Somit finden dann auch alle Ereignisse danach nicht statt. Kein Wiener Kongress, kein Hambacher Fest, keine 1848er Revolution, kein Bismarck und so weiter. Somit wird der Weg zu den Weltkriegen und damit zur BRD und DDR und damit zu unserer Zeit ebenfalls nicht geebnet. Also würden wir theoretisch nicht existieren in unserer Zeit. Vielleicht schon, aber anders, weil alles anders wäre. Also würden wir existieren und doch nicht existieren. Schrödingers UFO quasi. Ihr seht schon, das ist ein sehr komplexes Thema, auf welches ich auch noch im Kroncast irgendwann tiefer eingehen werde. Doch jetzt wollte ich eigentlich nur mal aufzeigen, dass die Theorie von Michael Masters auch ihre Schwächen hat, wie auch die Theorie, dass Außerirdische Lichtjahre weit fliegen, um grundlos hier zu sein. Aber was haltet ihr denn von Michael Masters Theorie? Kann da etwas dran sein? Oder klingt sein Name nicht ohne Grund ähnlich wie der von Michael Myers? Ich hoffe jedenfalls, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch bei Facebook, Instagram, Telegram und oder TikTok. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.